Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief 2X. Wir haben ein paar Schmuggler zu verfolgen. Die Ferienbande wäre stolz auf uns. Schnee. Kutschenhof von Sunnyport. Ausgang für Abfahrten. Ankommende Reisende bitte rechts halten und Seitentür benutzen. Ist es Schnee? Oder regnet das Asche vom Feuerturm der Mechanisten? Haben wir doch noch ein bisschen stealthy Action vor uns. So, das erinnert jetzt ein bisschen an die Mission bei Thief 1, wo wir durch die Stadt die Wachen bzw. Mörder des einen Händlers verfolgt haben. Hier zugleich die Wachen von diesem einen Nobeltypen waren. Just stay put. I'll find you in a minute. Kannst du mal wieder weitergehen, Junge? Ich muss euch verfolgen. Don't get too caught. No, I'm tired of risking my neck for these taffers. Maybe I can get a job at the bear pits. Die alte Schmugglerhöhle. Ist der Typ da einer der Schmuggler? Bin mir nicht sicher. The Goodie Bag. Es gibt ja allerhand Abzweigungen, die ich gerne aller Kunden möchte. Aber ich habe so das Gefühl, ich darf hier nicht so viel rumspielen jetzt. Und verliere ich die Spur von denen. Was war das denn? Scheiße, dreh dich um! Dreh dich um! Ich dachte, das wäre schon das Versteck von denen. Aber ist ja gar nicht so. Die schöne kleine Verfolgungsjagd haben sie hier gemacht. Der Wind pfeift. Der Schnee stürmt. Und bisher haben sie uns immer noch nicht bemerkt. Feel my own toes anymore.
Oh. Das war ein bisschen kurz und ich habe das fast befürchtet. Ich hoffe, das waren jetzt zumindest 10 Minuten. Ich fürchte fast, dass es kürzer war. Und wir haben immerhin alle Secrets gefunden. Wupp, 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 wupp. Und immerhin so knapp 80% der Beute. Im letzten Video haben schon einige von euch an einigen Stellen darauf hingewiesen, dass ich wahrscheinlich Sachen liegen gelassen habe, wie der eine Teller da ist wertvoll. Was liegt da eigentlich auf der Couch? Ist das da drüben ein Beutestück? Und ihr hattet in quasi all euren Anmerkungen recht und ihr habt quasi die vermisste Beute in den Kommentaren abgebildet. Und es tut mir sehr leid, dass das ein ultra kurzer Part ist. Das passt mir eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Aber ich bin gerade ein bisschen in der Zeitbredouille. Ich kann jetzt nicht noch 40 Minuten aufnehmen und ich möchte ungern eine neue Mission so mittendrin starten. Ich denke mal, ich werde das in Zukunft so machen. Wenn ich zweimal zwei Parts aufnehme, die so ungefähr 50 Minuten sind, dann versuche ich noch, dass ich einfach mal noch weiter aufnehme und gucke, und wenn da nur 10 Minuten sind, hänge ich das noch ran, damit sowas hier nicht nochmal passiert. Das tut mir, wie gesagt, sehr leid. Das ist uns ähnlich auch schon in der ersten Mission passiert, aber selbst da waren es, glaube ich, 20 Minuten wenigstens. Das tut mir sehr leid. Das, also so kurze Videos will ich euch eigentlich auch nicht hinwerfen, aber die Mission ist zu Ende und wir haben anscheinend das Versteck der Schmuggler gefunden. Und da wird es beim nächsten Mal weitergehen. Ich denke mal, die Mission wird direkt in dem Schmugglerversteck ansetzen. Ich bin sehr gespannt. Und das war jetzt wirklich ein bisschen sehr kurz. Wie gesagt, es tut mir leid. Sorry, Leute. Dafür wird der nächste Part wieder besonders schön lang werden. Und dann werden wir wieder besonders viel Diebes-Action haben. So haben wir ein bisschen die Schneestimmung genossen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bei Let's Play Thief 2X. Es tut mir, wie gesagt, sehr leid, dass es so kurz war. Nächstes Mal machen wir wieder eine ordentlich lange Thief 2X Party. Bis dann, Leute. Euer Chris. I'm going to the bear pits tomorrow. You want to come with? Couldn't pay me enough.